Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja Leute, heute wird es ein Pack-Opening geben und es steht auch schon fest, wir werden auch einen 92-Plus-Spieler bekommen. Das steht auch schon mal fest, das werde ich mir bei Geheimrarität holen. Aber wir können hier auch noch im Tempel noch was machen und wir können auch bei der Schatzkarte 12 Packs öffnen. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig nice und vielleicht haben wir auch was Gutes drin. Okay, also hier seltener Boost kann man hier kriegen. Ich habe 6 Schatzsteine, also vielleicht kriegen wir es hier hin. Ich fange mal hier mit dem Amazonas Sonnenstein an. Okay, dann schauen wir hier weiter. Ach ja, Leute, was ich noch vergessen habe. Es steht noch nicht fest, ob ich weiterhin, also nächste Woche bin ich ja wieder mal im Urlaub. Habe ich euch ja schon erzählt. Ob ich da jetzt Videos hochladen kann oder nicht, das weiß ich halt einfach noch nicht. Da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Weil ich habe keine Ahnung, ob es dort WLAN gibt oder nicht. Gut, dann schauen wir mal. Also es wird auf keinen Fall richtig sein, aber vielleicht sind ja schon ein paar einzelne Steine richtig. Ja, falscher Stein, wusste ich es doch. Okay, einen habe ich schon richtig. Einer ist richtig. Schauen wir mal, was mit dem Amazonas-Smaragd hier los ist. Nehmen wir den als nächstes und mal gucken, was noch passt. Vielleicht hier noch der goldene unten. Amazonas Zitrin. So. Mal sehen, wie es jetzt aussieht. Ich hätte mir vorher merken sollen, welche ich jetzt alles schon genommen habe. Ah, falscher Stein, natürlich. Okay, doch. Jetzt wird nur noch ein einziger Stein. Also komm, hier. Der rote ist es doch bestimmt. Amazonas Rubin. Ey, komm. Das wäre jetzt echt nice. Komm. Ja, mit unter anderem werde ich auch heute, entweder, wenn ich Casemiro heute nicht ziehe, was auch wahrscheinlich ist, werde ich ihn mir heute kaufen, weil der ist ja echt billig, weil er passt super rein und da ich ja nicht weiß, ob ich noch halt WLAN habe, dann dort, wo ich im Urlaub bin, werde ich das heute machen, weil heute so, ich sag jetzt mal, der letzte Tag ist mit WLAN. Komm jetzt. Der muss es doch sein. Dieses blaue Teil. Falscher Stein. Ach komm, EA. Mann. Das kann einen aufregen hier. Was kann man noch nehmen? Ich nehme jetzt einfach mal dieses Teil. Nee. Ich glaube, den hatte ich schon mal am Anfang. Der Quarz. Komm, Amazonas Quarz. Bitte sei es. Komm. Und es ist. Komm, bitte. EA, bitte, komm. Es muss die rein. Ja. Jawohl. Truhe geöffnet. Sehr schön hier. Da können wir vielleicht dann auch irgendwann nochmal was verbessern. Aber erstmal brauche ich dann vielleicht, weil es wahrscheinlich ist, dass ich heute. Halt den lieben Casemiro nicht ziehen werde, brauche ich halt noch die Münzen. Ich denke, einmal können wir es ja nochmal probieren für den einen Stein. Es wird jetzt nicht auf Anhieb richtig sein, das ist klar. Vielleicht schaffen wir ja schon ein paar Steinchen fürs nächste Mal. Hier Goldstein. Zitrin. Sieht halt wirklich aus wie Gold, würde ich sagen. Okay, dann nehmen wir hier den da nach oben. Amazonas Smaragd. So, zack, zack. Und jetzt hier noch diesen Amazonas Sonnenstein. Okay, dann schauen wir mal, ob das jetzt was noch genützt hat. Vielleicht ein, zwei Steinchen auf der richtigen Position. Und falscher Stein, war klar. Schauen wir mal, hat es irgendwas noch gebracht? Nee, überhaupt nichts. Na gut, dann gehen wir jetzt rein zur Schatzkarte. 12 Packs kann ich öffnen. Also, come on, vielleicht haben wir ja nochmal einen 95er plus Spieler drin oder so. Bei Casemiro würde ich komplett ausrasten. Das steht fest. Okay, Wildcard. XP-Punkte, was haben wir noch drin? Herr Ronaldinho wäre auch komplett krank.
Nächstes 200.000 Münzen. Ja, Münzen sind auch immer nice. So, komm. Was haben wir im nächsten Pack drin? Komm schon, vielleicht mal ein Spieler. Los, komm, yay. Ah, wieder Wildcard. Ah, noch 9 Packs. 9 Packs haben wir noch. Und danach halt noch den 92-Plus-Spieler. So, komm. Ah, wieder 200.000 Münzen. Münzen kommen hier irgendwie am häufigsten. Das fällt mir auch auf, wenn ich halt hier immer diese Packs öffne. Da kommen meistens halt Münzen. Und halt hier XP-Punkte. Erfahrungspunkte. Okay, komm, jetzt ist es an der Zeit, mal einen Spieler rauszuhauen. Oder? Oh, wieder XP-Punkte. Ah, EA spannt mich hier auf die Folter. Kommt. Kommt, Leute. Kommt, Jungs. Jawohl! 92er Almiron. Okay. Aber immerhin einen Spieler. Immerhin einen Spieler gezogen. Das ist nice. Den werde ich wahrscheinlich reintrainieren in irgendjemanden. Weil die sind ja nichts wert auf dem Markt. Okay, also 5 Packs haben wir noch. Vielleicht gibt es ja noch mal einen krassen Spieler. Ah, wieder XP-Punkte, Erfahrungspunkte. Als nächstes. Los, komm, 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 komm. Vielleicht ist ja doch noch mal ein Spieler drin und wieder 200.000 Münzen. 3 Packs noch, komm, 3 Packs noch. Vielleicht ist ja im letzten noch mal ein Pack, noch mal ein Spieler drin. Los, komm. Ah, 200.000 Münzen wieder. Ah, jetzt haben wir schon wieder 8.700.000. Das sieht ja schon mal wieder ganz nice aus hier. So, jetzt vorletztes Pack. Und 500.000 Münzen. Oh, das ist nice. 500.000 Münzen. Das kann sich sehen lassen. So, jetzt vielleicht nochmal ein Spieler. Komm. EA, vielleicht legt ihr mir noch einen schönen Spieler rein. Auf Ehre. Ah, okay. XP-Punkte. Aber jetzt können wir noch den 92-Plus-Spieler abholen. Nochmal die letzte Chance auf Casemiro, was aber total unwahrscheinlich ist. Denn ich werde ihn einfach nicht ziehen, das ist halt klar. Ich werde ihn einfach dann auf dem Markt kaufen. Für 7 oder 7,1 oder so war der Wert. Hier, aber vielleicht haben wir nochmal einen guten Spieler drin. Also, let's go! 94er Pereira. Okay. Okay, was hat denn der für einen Skill Boost? Weil ich suche eigentlich einen LM. Was hat denn der für einen Skill Boost? Der hat plus 11. Nee, das ist nichts Gutes. Das können wir mal so sein lassen. Okay, dann denke ich, werde ich mir jetzt hier Casemiro kaufen. In der Folge. Hier, schnell mal Casemiro. Und dann werde ich mir den hier auch sehr nice hier kaufen. Und ja, hier Grüße gehen raus an alle Leute, die ihn gezogen haben, weil ich habe gehört, es waren echt viele. Ach, Mann. CA, ich will ja nur Casemiro und nicht noch Ronaldo. So, 7,5 gibt es ihn. Für 7,5 ist der billigste. 7. Ah. 7,6. Ich habe ihn für 7,5 halt wohl gesehen. Ich habe mir gerade für 7,5 gesehen. Ja, jetzt hier alle mit ihren 19 Millionen. Na klar. Na, hier für 6 Millionen. 6,8. Okay. Hier 6,8. Dann nehmen wir den. Okay, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir den. Jetzt haben wir hier Casemiro. Und dann werde ich ihn auch gleich hier in mein Team stellen. Das ist ja ganz klar. So, jetzt lädt das mal wieder ein bisschen lange. Aber hier, ich werde Makelele rausnehmen. Weil hier Casemiro ist einfach viel besser. Also, man muss hier irgendwie diese Ränge reintun. Und dann noch irgendeinen Spieler. So habe ich das verstanden. Und 1 Million. Für 1 Million einen neuen Rang. Na gut, dann machen wir das. Dann machen wir das. Nanu. Weiter, ja.
Habe ich das Falsche genommen? Okay, da habe ich jetzt meinen ersten Rang. Okay. Sieht ja schon mal ganz nice aus hier. Mit dem ersten Rang. So. Und jetzt können wir auch noch den reintrainieren, den lieben Makelelele. Und dann hätten wir es eigentlich auch schon geschafft für diese Folge. Dann gibt es nochmal das Tor der Woche. Das Tor der Woche für diese Woche ist einfach komplett krass geworden. Also da könnt ihr euch echt anschnallen. Es ist einfach total krass gewesen. Hier Makelelele reinhauen. So, hier auf 96 Rullet trainiert. Sehr, sehr nice. Jetzt habe ich auch die 107er Bewertung. Jawohl. So muss das sein. Das ist echt nice. Jetzt haben wir hier auch 107. Sehr, sehr nice. Und da werde ich auch noch schnell noch den Skillboost machen. Und dann gibt es auch das Tor der Woche. Hier 600.000. Oh, Nesta. Das ist auch nice. Hier Nesta verbessert. Ja. Tja, Leute. Dann war es jetzt eigentlich auch schon. Jetzt gibt es noch hier das Tor der Woche. Ja, Leute, dann habt ihr es jetzt alle gesehen, das Tor der Woche. War ja echt krass. Und dann würde ich mich verabschieden. Denkt daran, dass ich halt im Urlaub bin und vielleicht gibt es Videos, vielleicht auch nicht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.